Ludwig en stoen te blijven voor het gezang. John regroets van waarom dat we zijn. In een psalmist schrijft het dat, Psalm 59, 17 en 18, zegt het dat. Uber ik wil van diene kracht zingen, ik wil alle morgen van diene truchot je lijf zingen, wilst du best mijn schutz in mijn toevlucht, wanneer ik in trouble kom. Ik wil die, mijn kracht, daar zingen, loven. Waarom? Wilst du God best mijn schutz in mijn truchot ich lijf toel je God. We willen, zoals John al zei, onze uren opheven naar God en arm hoog geven, en niet aan zelfs. Dat we het opzien, ik zag dat licht. Ik wil zo moedloos mijn leven vol zin. Ik wil me schweiten van God zijn kind. Dan träumt der Herr, so ist jasternen nah. Jesus, das Licht in dir ist Gott da. Ein Sacht und Licht, nicht meier dies da, da hast dich dich. Ein Kräm, wie so heu, weiß mir den Wein. Dann schein, Herr Jesus, Jesus, das Licht. So aus ein Bling, ein Wunder, allein. Met Ängsten in Sorgen dort ging nicht schein. Gott holde you in dort Aquarans auch. Jesus, das Licht in mir ist dort da. Ach, sag dort Licht, ach, sag dort Licht. Nicht meier dies da, da hast dich still. Ach, fremd wie so heut, weiß mir den Bein. Jesus, Jesus, das Licht. Ich lebe den Dom, hätte ich von mir nicht frei. Glück in so schmoll, so als der Lebenswein. Dann wunke Gammus, ag ihr schmoll's auch. Jesus, das Licht in mir ist dort auch. Ach, sacht und Licht, ach, sacht und Licht. Nicht meier dies da, da hast dich dich. Gott wird mir so heu, weiß mir den Wein. Dann schein, Herr Jesus, Jesus, das Licht. Ach, sacht und Licht, ach, sacht und Licht. Nicht meier dies da, da hast dich dich. Ach, fremd mich so heu, weiß mir den Wein. Dann schein, Herr Jesus, Jesus, das Licht. Schein, Herr Jesus, Jesus, das Licht. Als ik de nächste Leute reden, dan dacht ik aan Petrus. Dat hij op een boot ging. En hij bewacht checkt van Jesus. En toen dacht ik van Gott mehr te gaan. En fangen man alle Drakken im Leben, checkt wirklich nicht mehr an Jesus und checken bloß alle Dramas. Maar Jesus raubt ons, onze Uhren om te drehen. Dreh deine Uhren, oh Jesus. Dreh deine Uhren, oh Jesus. In Säubel schein, hei erst. In de Dinge, die deine so schwierig sind. Und vergunen, wann du nur am Tier. Soll best du meinen beloden, so dunkel du kost scheinlich sein. Nur's Leben wandelt jetzt nun hell und ein Leben so voll in so schein.
meine Ill will nur Jesus in sein Beschein heißt. In den Dingen, die nicht so schwierig sind und vergunen, wann du nur am Tag. Selbst in meinen Belohnen, so dunkel wie kost kein Licht sein. Durchs Leben wandelt jetzt nun hell und ein Leben so voll in so schein. Sein Wort wird nicht fehlen, heil versprach dort. Bleib dort in alles Wort gut, dann gut nur die Welt, wo du nicht läuft, in Vertrauen, Wort heilhaft dir du. Bleib in der Jugend, du Jesus, in sei Bescheid, und verbunden, wann den du am Tanzt. Brät in der Hilfe, nur Jesus, in sei Verschein heißt. In den Dingen, die nicht so schwierig sind, und verbunden, wann den du am Tanzt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen, Willen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Hast du deine Zeit, Not und Betrieb, nehmen mich gefangen, jagen mich. Komm und mach mich frei, führe du mich Schritt für Schritt. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, alles wenden. Gib mir ein festes Herz,
mach es fest in dir. Es gibt Tage, die scheinen ohne Sinn, hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frag, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Good morning, Vater, von meiner Seite aus. Mich freut, dass ihr hier so alle Vater von dir zu sein und Dankeschön auch war für so schön dort Gesang anladen. Sehr fantastisch. Und eigentlich würde ich sagen, ihr denkt, du fährst vielleicht nicht an, aber auch du, wegen ich, die du bei mir warst für viele, viele Jahre. Wenn wir denken an Gesang, wir nehmen dort vielleicht so selbstverständlich, dort alle Wort kommen. Na, bloß hier so abkommen und dann da all Wort sehen, nicht? Und ich weiß über selbst, dort ist nicht so, dort immer ständig die Leiterei kriegen, ständig die Gruppe kriegen, sagen, wo wir singen, wo wir dort singen, das ist eine Anstrengung. Dort ist nicht immer leicht. Und so, ich freue mich dort, somebody hat dort von mir übernehmen, durch die letzten paar Jahre, Sonne aus Caesar. Und wegen ich weiß, dort ist auch eine große Abgabe. Vielen Dank schön auch für dort und vielen Dank schön für alle, die immer wieder Zeit nehmen dürfen. Tim hier so halten mit dort Gesang. Ich weiß, dort brückt alle Zeit und dort brückt eine Anstrengung. So vielen Dank schön für dort da. Wir haben die Zeitscheinung von der Wara hier so mit Ihnen top sehen. Wir gehen von der Wara wieder in unsere Vision-Serie. Letzte Woche fangen wir an, wo wir gucken, wo sind unsere Pläne aus Quark und wo sind unsere Ziele, nur wo wir streben. Wir haben hier im Basket über ein Jahr dreimal einmal die Vision, die der genommen ist. Wir haben hier Pläne für die Quark gemerkt. Und wir wollen mal abfrischen und Dinge. Und so wie gehen von der wieder ein dort. Und von der haben wir dort Timer. Wir sind eint. Wir sind eint. Dort ist ein Port von unserer Vision. Und so du wirst von der von reden. Und letzte Weg hat wir ihr redet von, wer wir uns quaken mit unserem Namen und mit dem Logo und was alles zu bedienen hat und was wir unsere Mission nicht. Und aber besonders schon beim letzten Weg davon geredet, dass wir wollen aber auch aus quaken molieren zu rühren. Rühren nicht bloß hier so in der Gemeinde, aber rühren in unser tägliches Leben, rühren in unser Familiensleben, rühren in unser Arbeitsleben, bloß einfach molieren zu rühren. Und mal ein Jahr, also das ganze kommende Jahr, wo viel Zeit wir wirklich an zu nennen, wo do wir dort, wo kehren wir dort, wo do ihr dort tust. Und so, ich weiß nicht, wo viele von Ihnen haben, die diese Werke in Garten oder in die Reden. Vielleicht haben wir über dem Ola kein Garten mehr, ich weiß nicht. Aber wir haben von verschiedenen geredet, letzte Werk. Über Molieren zu rühren. Und ein Mal haben wir auch gelernt, rühren. Einzige Menschen tun sehr wenig, aber mehr nicht. Und haben noch einmal keine Ruhe. So Ruhe ist viel mehr als bloß eine Stirn. Das weiß wie. Noch mal vielleicht bist du gleich ruhig. Also die kostet nicht sein wegen dieses Soßwort. Du hast vielleicht Wort, wo die Matzen stoppen. Und dort wird die Haupten zu rühren in dein Leben. Das ist nicht bloß eine Stirn. So dort wie letzte Weg. Und ich will gleich in die einigen Mathe da. Und irgendwann wir denken, und die Zambermonat, die haben eine Bulletin, ist hier so auch, das gelesen. Und John, der das erklären. Das ist die Zambermonat. Wo wir dit Jahr nicht so viel planen, weißt du, was der Half-Krack mit dir zu tun, wo wir letzte Woche davon reden. Wir wollen mal diese Dezember mal als Quark mal rühren, uns nicht zu drack merken. Sei fährken, dann sind wir in Dezember-Monat meist der drackste von alles. Nicht? Dann haben wir
andre Kirchenprogrammes, det nubeschere Kirchenprogrammes, det schönere Kirchenprogrammes, det schönere Programmes, und dann hier so Dinge, dort so Dinge, unsere Familie Dinge, hier so Banken, dort so Banken, du hast ein Denken. Und über dem dort rühren, haben wir dann von Fiat und dann Guve und Joni, wo wir waren, und weiten als Mess nicht ruht, mit Fort wie nie wollen tun. So wir dachten, so weit, wo das hier aber auch rühren. Kinge Kirch, einen Monat nicht. Wir wollen den Gottesdienst hier so unterschauen. Kinge wollen wir als Taub sein. Erst wird für Ernte auch ben haben. Kartere Botschaften, Chorleiter der Weg. Upa alles Taub vielleicht kriegt so lang den Gottesdienst. Upa leichter für wir einmal die Botschaft bringen wird. Leichter für die Kinge Kirch Lieder. Eine schöne Zeit. So wir wollen deswegen ein Programm haben, dort erst dann in Fahren 20. Dezember, so ist es gewöhnlich. Und dann eine gute Abend, du sie auch nach Plun. Aber ich würde dann auch sagen, mögt mir für uns alle, der Dezember Monat, vielleicht dieses Jahr, du abpassen, vielleicht wo drücke ich mir an dieses Jahr. Wenn wir sagen, was wir können tun, um selbst in unserem Leben lernen, ruhig zu sein, und Jesus besonders auch der Zeit auch denken, über auch an unsere Familien, in unserem Leben. Deswegen ist mein persönliches Ziel, weil ich auch viele Jahre muss diese Dinge lernen, und nie will ich mehr. Ich habe lange müssen, und nie will ich mehr. So, das ist ein Bild, wo ich viel an denken will. Aber für uns Thema von dir, dass ich sehe, wir haben eins, und wenn ihr eine Booklets so haben, ihr wollt dann auch kein so mitlesen von dir, und wenn ihr nicht so haben, dort so fehlen sein, auch mal sehen, dass das nehmt ihr, weil ich mit einem Hüß. Aber ich will gleich in Johannes 17 anfangen mit lesen von dir. Und das ist, wo Jesus Aufschritt nehmen dort mit denen seine Jünger. Aber ein Part von dort, hat er ja mehrere Kapitel in Johannes, wo er bloß vertalen hat mit denen seine Jünger. Johannes war wie ein, hat er ein bisschen anders geschrieben als die anderen Evangeliumsschreiber. Johannes hat viel Dollar persönlich geschrieben. Es ist ein bisschen so, wir weiten dort, ja, Johannes wie ein bisschen so der Jünger, der Jesus live hat, so vertalte von sich. Und das ist ein Wort mit dem Reich, wo er dort Evangelium Johannes geschrieben hat. Anwirren diese persönlichen Dinge sehr wichtig. Und hier hat er einfach drei oder vier Kapitel bloß geschrieben, von wo Jesus mit den Jüngern taub wird, wie das oben war. Und die taub sind. Und dann hat er horchen, was Jesus alles sagt. Dort wird am wichtig. Und die Schrift hier so, drei oder vier Kapitel einfach bloß von dort ein Part von Jesus in Leben. So dass wird wichtig sein, das alle Ewer zu lesen, nicht? Aber ich will gleich bloß ein Port hier so von zu lesen. Dort erst in Johannes 17, von Vers 20 bis 23. Sag ich, ich freue mich bloß für diese, aber auch für die, die durch ihr Wut an mich glauben wollen. So hat er für die Jünger beten, das war hier auch nicht. Sie sollen alle eins sein, so ist du, Vater, an mich, und ich an die. Dort sie auch eins dass sie auch an uns eint sind, so dass die Welt dort geläuft, dort du mir geschickt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben, dass sie eint sein möchten. So ist wie eint sein. Und ich und an und du und mir, dass sie ganz eint sind. Dass die Welt daran sein kann, was du, dort du mir geschickt hast, und an so gut bist, aus du mir Gott bist. So hier in ein paar Versen brückt Jesus das ein Wort fünfmal. Hier so ein Plotisch. Eint. Eint sein. Eint sein mit Christus. Eint sein mit dem Vater. Eint sein mit dem Vater in Christus. Eint sein aus gläubigen Menschen wie uns miteinander. So, die Einigkeit war wie ein, dort ist ein wichtiges Ding. Das ist Jesus wichtig. Und du denkst doch, wieso, ob sonst dessen war ich eins sein, dort haupt die Welt darunter sein, dort Jesus wie ihr schickt. Du Gott Jesus schicken dort für uns. Dort hat er uns geraten ist. Das soll du tun, dein, dort wie kann so ein Bild in der Welt wiesen, wer Jesus ist. Und dort er dort dann klar ist. Und so für unsere Vision, wir haben einfach, hier ist es noch nicht da, kann ich dort dann auch sagen, das sind Feierports.
So Einigkeit, wir sind eint. In unserem Bulletin, so wie dort so ist, in unserem Bulletin, in unserem Buch, Einigkeit hilft uns, Taub zu schaffen. Hier habe ich letzte Woche ein klein bisschen von ihr redet. Einigkeit hilft uns, Taub zu schaffen. Wir müssen uns untereinander verstehen. Wenn ich die nicht verstehen kann, dann ist es schwer, mit die Taub zu schaffen. Und weißt du, das ist das letzte Werk, das gesagt, wir brauchen uns nicht mehr gleich in dem Taub schaffen. Wir brauchen uns bloß einig sein über ein Ding, was wir schaffen wollen. So, wir müssen uns verstehen, wenn ich die nicht verstehen kann, wenn ich nicht verstehen kann, was das Ziel ist, wenn ich nicht verstehen kann, von wo die Camps sind, wer du bist und wer ich sie, wo wir sind. Wenn ich das alles nicht verstehen kann, dann ist das schwer zu weiten. Wenn du irgendwo bei einer Arbeit steht bist und du kannst nicht verstehen, was das Ziel ist bei der Arbeit, wo ich sie, nicht? Oder was merken wir hier so, Herr Herbst, nicht? Oder was tun die Menschen, was dran mir sind? Was ist dein Ziel? Was tun die du? Wenn ich dort alle nicht weiß, das, ich weiß nicht, das, was das mein wird, wo wirst du dann taub schaffen? Du kannst gleich. So, das Einigkeit hilft uns, uns untereinander zu verstehen, ob so war ich, dass wir weiten, von wo wir kommen, wer wir sind, wo wir hängen und dann, dass wir können taub schaffen. Dass ich sage, mir reicht, wenn ich untereinander nicht mehr gleichen. Dann kann ich mir reichen. Nächste Weg, weil wir über Gunde der andere sieht, mit der Verbindung, und dort hat man es top zu leben, wegen wir werden auch top leben, nicht bloß schaffen, wegen wir sind eine Familie. Aber das Einigkeit, das ist dann wichtig. So wie haben hier so, wir sind eins an Christus, eins am Glauben, eins am Ziel, und eins an der Arbeit. So, ich will gleich hier so dann mit dem ersten anfangen, und ich wollte einfach bloß lesen, so wie das hier geschrieben haben, und dann besser mal davon reden. Wir sind ein in Christus, ein Gebiet, verschiedene Blag. Gleich wir alle taub sind der Tempel, wo Gott sein Jesus wohnt. Ein Gläubiger allein ist nicht der Tempel. Jeder Gläubiger ist ein Port und das Gebiet. Und arm sind Gaben und Fähigkeiten gegift worden von Gott, diesen Tempel abzubauen. Wenn wir ein wirksam taub schaffen, dann müssen wir lernen zu verstehen, wo Platz Gott jeder Person gegift hat. Das ist wichtig. Ein Gebiet, verschiedene Blag. Die Bibel redet auch auf andere Weg von demselben Ding. Ein Körper, verschiedene Glieder. Ein Tempel. Auf verschiedene Weg redet die Schrift uns von dem Ohren, wo wir eins sind. Und ein Ding macht wir klar haben, dass wir auch hier so sind, haben geschrieben, ein Gläubiger allein ist nicht der Tempel. Wenn du glaubst, dort du bist der Tempel, du glaubst, dort du bist der Kirche, du glaubst, dort du bist der Körper, dann bist du erreich. Du bist gleich. Alle Gläubiger taub sind der Körper. Alle Gläubiger taub sind dort Gebiet. Alle Gläubiger taub sind den Tempel. Und wir wollen das auch lesen, Meier von wo Paulus auch von dem geschrieben hat. Sagte, ein Glied allein ist nicht ein Körper, sagte. Du bist ein Finger. Wer hat mal ein Finger, du sollst irgendwo hier sein, legen? Ich weiß nicht, woran du wir, aber vielleicht habe ich euch. Und die haben gesagt, wow, kick mal dort Körper. Und die haben ein Fenster gesehen, das ist wo eine Schmied. Du sollst bloß legen, da dort wir du so. Sie sehen, wow, dort ist ein schmackes Gebiet. Wie das? Das ist gleich. Wir machen das verstehen, du bist gleich. Wegen, weißt du was? Wir denken dann, sei eckig. Eck sie der Tempel Gottes. Eck kann dann, wo ich will. Eck kann dort. Eck brück gleich nicht der Kirche kommen. Eck brück gleich dit dann. Wegen eck sie der Kirche. Nicht die best gleich. Wir sind die Kirche. Du bist die Faut. Du bist das Hort. Du bist eine Lung. Du bist eine Teu. Du bist ein Uhr. Du bist ein Öl. Wir sind. Alle, wenn wir taub sind. Wir haben alle verschiedene Ports. Stau wir die alle taub und dann do wir durch die Jesus Gottes du so leben nennen und dann haben wir einen lebenden Körper. Aber ohne Jesus Gottes hast du kein Leben. Dann bist du ein Uhr, der kein Leben hat.
Der Jesus Gottes muss du Band sein, und du wurde Jesus Gottes Band erst durchs Leben, durch sein Leben, durch Körper, wo wir dann haben. Wir gleich in Epheser Kapitel 2 was zu lesen. Epheser 2, Vers 19, bei 22. Dann sind sie nicht mehr fremde Wohner auf dem Mettbürger mit den Heiligen und Glieder in Gott, seine Familie. Der ab der Apostel und Propheten ihren Grund gebüht ist, woran Jesus Christus selbst der rechte Eichstein ist. Durch den der ganze Büt taub hält und wurst, so dass es für unseren Herrn ein heiligen Tempel gibt. In dem sind sie auch nennen gebüht, so dass Gott im Jest eine Wohnung hat. Gott hat eine Wohnung, mag die gläubige Menschen. Du bist du in der Gebiet nun nennen gedun, in diesem Tempel Gottes. Du bist du nennen gesagt. Du bist nicht ein Fenster, du bist nicht ein Blick. Wir sind nicht Mettbürger. Wo Paulus hiervon reden, dass er erst Krieg fand, du wie eine Trennung zwischen Juden und Heiden, nicht? Die können sich untereinander nicht verstehen. Aber er sagt, dass ein Jesus Christus, der wohnt, wird er nicht hineinholen, und dann redet er von dem Gesetz, der wohnt als wach genommen worden. Du hast gleich mal diese Wohnung. Wir sind alle taub, und er prüft ihn dort deutlich zu mir und kicken mal. Die Juden und die Herden, die sind ein Körper. Ein Gebiet, ein Tempel Gottes. In der Heilige Geist wohnt du bein. Und Ola. Und wir sind dann Bieter von verschiedenen Klieren, verschiedenen Muten, verschiedenen Sorten. Über ein Gebiet. Wir wollen 1. Petrus 2 lesen. Ich will von der und der Schrift stehen lesen. Du sind auch viel mehr, wo ich heute wollte und würde wählen. Ich muss sagen, wie viel wir wollen alles durchlesen von der, aber es ist so viel. 1. Petrus 2, Vers 4 und 5. Dann kommt nun an den lebenden Stein, der von den Menschen weichgeschmitten wird, der über von Gott gewählt und wertvoll ist. Und laut von Jüd, so ist von lebenden Steinen ein jässlichen Tempel gebüht worden, dort je ein heiliges Priestertum worden, durch Jesus Christus jässliche Opfer zu bringen und der Gott eingefallen haben. Wir sind nun jässliche, was sagt ihr das? Lebende Steine. Wir sind lebende Steine in einem jässlichen Tempel, wo Gott sein jetzt Band wohnt und wir durch am Leben haben. Das sind wir alle taub. Ich sehe du so Band. Und Jesus Christus, er ist das wichtigste Port, er ist der Eichstein von diesem jährlichen Tempel geworden. Der Fundament wird geleicht von der Apostel, der Propheten, der schrieben oder auch im Alten Testament von dem Messias, der kommen soll, der reden davon. Und im Neuen Testament haben die Propheten und die Apostel auch, die dann diesen Grundlagen, die wiesen dann nur Jesus. Sein Jesus ist, also die Lagen, diesen Grund, dort du, hier muss ein Gebiet sein, sage ich dir. Hier muss ein Gebiet sein, und wir merken, dass hier so reut. So ist Johannes der Däupe auch da, der merkt den Weich reut. Das ist hier so vorrecht. Und dann kommt der Messias, und hier wird der wichtigste Stein, den Menschen schmeiten am Weich. Nicht, dass die Juden, wem sie Messias hier wir, das ist der Sturm von den Juden, die schmeiten am Weich. Die nehmen ihn nicht an. Und auf dem Reich, durch dort, hat Gott der wichtigste Stein, ihr merkt von alles. Der merkt am Tod, haben wir abgeweicht vom Tod. Er ist ans Radar und er hat Leben. Und der Eichstein, wenn ihr dich weiter was zu bedienen habt, ihr schaut mal, wie vielleicht viel Dollar ist, nicht, Opa, du wie ein Stein, das wartet erste Geleicht in das Gebiet. Vielleicht dort geratzt das Stein, dort kriegst das Stein, das Stein, das hartste wird, das stärkste. Der wurde du so leid, wie sei ein Krieg geschnitten, du so wie der Eich, das wurde der Eichstein nahen. Und dort ewige Port von der Gebiet wurden bereits und dort gerecht worden. Dort wurde sich und dort lehnen. Jesus, er ist da und er blieb, du so, dort andere rächt sich alle nur arm. Ich wurde dann nun gebüht. Der Eichstein macht du so sein. Und so wie sind die lebenden Steine hier so und das ist ein Tempel. Ecken du,
Wie sind euch der Tempel? Oder achse euch der Tempel, meine ich. Wie sind? 1. Korinther 12. Ich Korinther 12, hier will ich auch mehrere Versen lesen. Das ist ich wegen, das ist mir alle so wichtig. Lese auch mal von der Tüße. Aber das wollen wir das hastig eben lesen, ein paar Bemerkungen mir an. 1. Korinther 12, Vers 12, Bet 27. Ich will das alle eben lesen. So ist ein Körper ein Ganzes ist, wann der auch viel Glieder hat. Und all die Glieder, so viel es dort auch sind, ein Körper sind. So ist es auch mit Christus. Wir sind alle durch ein Geist und ein Körper nennengedäubt, auf Juden oder Griechen, Sklaven oder Free, und wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Ein Körper ist nicht mit einem Glied gemerkt, aber mit vielen. Wenn der Fout würde sein, will ich nicht ein Hund sein, sehe ich nicht ein Port und Körper, deswegen würde der Arme noch ein Port und Körper sein. Und wenn wir hier ein bisschen abholen, Vers 14. Ein Körper ist nicht mit einem Glied gemerkt. Das wurde wohl uns deutlich mehr an. Du bist gleich, der Quark, du bist ein Beat. Der Körper wird nicht von dem Beat gemerkt. Oder taub, Savi. Wird nicht bloß von einem Beat, aber mit Fehler, sagt er. Versagt hier. Und wenn das Ew sein wird, willst du nicht ein Ew sein, sehe ich nicht ein Port und Körper. Du würdest doch noch einmal ein Port und Körper sein. Du denkst, wir haben vielleicht eigentlich nicht ein wichtiger Port und Körper. Ja, du bist. Wo würde es sein, wenn ihr würdet sagen, ich sehe euch wichtig hier so, ich sehe euch important dit, ich sehe euch wichtig. Paulus sagt, sicher bist du wichtig an den Körper. Das fehlt an dir so. Vers 17. Wenn der ganze Körper ein Ew wäre, wo würde es hirn bleiben? Wenn der ganze Körper Ew wäre, wo soll einer retten können? Aber nun hat Gott dort mit den Gläder am Körper so taub gestaut, als heute als er dort für Gott befangen hat, wenn der alle ein Organ wären, wo könnte dann ein Körper geben? Aber nun sind du viele Glieder, aber nur ein Körper. Dort ihr kann ich zu der Hand sagen, ich brauche die nicht. In der Kopf kann ich zu der Feind sagen, ich brauche die nicht. Dort ist gut anders. Die Glieder am Körper, die uns am schwachsten vorkommen, sind die neuigsten. In der Glieder am Körper, die unsere Meinung, wenn ihr trefft, ihr wie am meisten. Und für die Glieder, die wir nicht hier sein lassen, sorgen wir besonders. Das glaube ich nicht. Willst du die anderen Brücken dort nicht so? Aber Gott hat die Glieder am Körper so taub gestellt und hat die Geringere, die dort Brücken, Maya ihr gegeben. Du Rewe soll nicht eine Spülung im Körper sein. Die Glieder sollen alle Glück eine für den anderen sorgen. Wenn ein Glied litt, leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geirrt wird, freuen die anderen sich alle mit. Ihr seid nun Christus in Körper und ein jeder ist ein Glied und Arm. Das ist sehr klar geschrieben, das ist ein Punkt, nicht? Nehmt das Vers hier mit dem Hüß, oder das ist ein Kapitel hier so. Nehmt mit dem Hüß und kickt bloß eben. Was sagt das hier? Alle sind wichtig. Für einzige Mal, wie wir abposten und wir sorgen, wegen die vielleicht schwacher sind, aber die sind wichtig. Die anderen sind vielleicht stark, können vielleicht physisch mal verdrehen. Die Brücke vielleicht nicht so sehr, so ist nur abgepost. Wir sind so verschieden. Aber die, die schwach sind, sagt die, für viele Dinge sind die dort Wichtigste. Ich meine, wo sei, wo nicht nur ans Wort abposten, nicht? Gott hat im Reich Reben, du so Raum, nicht? So, die Muscles und alles, du Raum, das soll beschützt bleiben, krank in der Mad. Wegen was weißt du in den Wort tun? Und wenn einmal mit Hort kommt, ich da mit mir hängen, ich dort so weich blieb, nicht? Ich beschütze dort wegen mir fehlt dort. Aber wo empfindlich ist mein Hort? So wie tun es uns unter beschützen. Wir sind alle taub, ein Körper. So wir können noch viel mehr von dit reden. Aber wenn wir in den nächsten Punkt gehen, sag ich, wir sind eint im Glauben, das ist auch so wichtig. Ich wollte hier warte bloß lesen, was wir geschrieben haben. Du hast ein Glauben, verschiedene Erfahrungen. Menschen haben vielleicht denselben Glauben an Jesus Christus, aber sie haben verschiedene Erfahrungen. Wir kommen zum Glauben auf verschiedene Wege,
Und wir merken noch verschiedene Erfahrungen in unserem Wandel im Glauben. Wir ran im Trübel nennen, wann wir glauben, dass jeder Mensch kriegt, was er erfahren hat, was wir erfahren haben. Das ist, worum das so wichtig ist, dass uns Glauben auf Gott sein Wort gebüht wird. Und nicht auf unsere Erfahrungen. Unsere Erfahrungen können sehr verschieden sein, aber Gott sein Wort bleibt immer dasselbe. Das finden wir immer nicht. Deine Erfahrungen und meine Erfahrungen in uns Glaubensleben sind sehr verschieden. Du wirst auf ein Weg zum Glauben gekommen, wie anders. Aus dem Glauben kam, Gott hat Dinge in mein Leben getan, die er nicht in dein Leben getan hat. Und kriegst du angedreht. Wann wir erst glauben, dass die nächste Person, ich habe was erfahren, und das passiert dann vielen mit Zeugnissen, Jan hat so erfahren, warum habe ich mich? Sehe ich dann nicht gläubig? Oder ich habe was erfahren in Jana Halfway. Warum hast du dort nicht erfahren? Dann soll es so oder so sein. Aber ich will immer was Beispiels geben. Wir machen für das abpassen, wegen das Fing wie Fährten und das bringt uns im Zweifel. Wegen wir glauben, wir machen unsere Erfahrungen nur gut und dort stempeln euch, wir machen Gott sein Wort nur gut. Und du bist Fing wie dort die Erfahrungen sind verschieden. Ihr kennt alle Paulus nicht. Wo wir heute zum Glauben gekommen, das Verfolge von den Menschen, hier auf so ein Zeugnis, wo wir gleich hinterher, nicht? So ein Mensch, wo wir herkriegen und sagen, verteilen uns von ihnen damit leben, und dann verteilen uns von dem Wunder, was die hat passiert, oder hat sie kriegen. Man, dann juch für alle, nicht? Heute wir ein Verfolge von den Christen, ernstlich du bist, krieg Erlaubnis von der Lehre von den Judentum, zum dörzen die Janne Storthand reisen, sagen, gut merkt Janne Menschen auch vor uns. Hol alle Christen taub, stopp ihn an, kiel ihn dort, wo immer du fehlt. Und heißt auf dem Weg, das Verfolge von den Menschen, so ernstlich du bist. Und auf dem Weg, was passiert, Mensch, ein Wunder, so ein Licht vom Himmel kommt aus und schien ab Arm, merk am einfach blind. Kann nicht sein, red mit Jesus selbst. Weit nicht mehr, wer das ist. Jesus fragt ihn, hey, weit nicht, das, warum verfolgst du mich? Sagt du, wer bist du? Sag ich, ach, Jesus, den die verfolgen das. So Jesus nimmt das so, dass wenn Paulus die Christen verfolgen, der hat Jesus verfolgen. Jesus lebt an der Christenbahn. Paulus hat Jesus verfolgen. Und was passiert? Diesen Mann, der so ein Verfolger wir, der hat das Wunder belebt, mit diesem Licht noch blind geworden, ist ganz angedreht. En hij voort. Man, dat is fijn, niet? Wie er passiert? Ja, wie passiert? Passiert dat is dat alle gelijke mensen? Nee, ik wens haar niet zo'n stort ervoren, hast du? Meint dat hij dat niet ervoren hoort? Nee, hij hoort het ervoren. Een ander bijspel. Petrus wordt geleerd dat hij zal nu een Cornelius doen. Ja, een römische soldaat. Een leraar. Hij wie nicht in Juden, Petrus weet nicht näher, wat hij met alles zal doen, aber Gott leert hem bet du so. En während hij te Cornelius in zijn huis predigen deed, bloß Gott zijn woord metteln deed, dat is alles. Wegen hij kon zeggen, okay, Gott heeft mij hier aan geleerd, ten wen zijn woord hier zo metteln. Dat is voor de deed. En während hij dat deed, zegt hij, de hele jest valt op de menschen op, dan fangen ze aan om tongen te reden, nicht? En dit wie een bewijs voor Paulus, in den zijn andere metmerken, de Juden dort, hij zegt dat einfach, Gott heeft deze mensen ook aangenomen. Dat wie dat bewijs. Dat Paulus dat wist, oder dat Petrus dat wist. Hij kon niet klar zijn, hij zegt, wer kon niet 300 deze ook niet gedeipt worden? Hij wil het vielleicht gleich verheeren, de andere wil het vielleicht gleich, aber Gott hat hem dat klar gewesen. Petrus, deze mensen hier ook mij. Interessantes Zeugnis, nicht? Was hat er gehört? Passiert das? Ja, das passiert. Passiert das zu allen Menschen so? No. Paulus hat nicht mehr dann erfahren, nicht? Ich habe das Licht. Von er redet mit Jesus selbst. Das Mensch hat nicht Jesus selbst in seiner Stamm hier. Vielleicht ist er nicht ein Christ. Kannst du das vor? Aber zwei interessante Geschichten. Aber wenn wir mal ein anderes hören, das weiß ich auch. Van Philippus, hij werd een van de diakonen wat me wordt apart gezet. Ja, is dus deze strijd die in weer.
har vi en funnet des Philippus. Der jetzt lädt am, bat ein Weich, wo dessen hochbeamten Mann von Äthiopien heißt du. Hij is een klif groets van Jeruzalem gekomen en hij leest de Old Testament schrift. Ik leef dat als Jesaja, wat hij lezen deed. En hij leest dat dus, en Philippus vraagt, dus kost verstoen wat die er lezen deed. Zegt, wat zou ik dat verstoen? Dus, kon somebody veel te erklären? En zo houdt hij zo stel en dus Philippus hij klipt dus een aan. En dan deed hij de Old Testament schrift, wat hij lezen deed, met Jezus verbindt. Wegens dit is wat de Old schrift deed. Dat verbindt dat met Jezus. Zo hij leest de Old schrift dus zo. Jesaja, das ist eine Prophezeiung, und Philippus bringt Jesus nun hinein. Da kriegen wir dort, was du lesen das. Dort wissen wir, das ist Jesus. Und dann frage ich diesen Mann einfach, sagt, was soll mit 300 von dir getroffen werden? Dann sage ich dir ein einfacher Ding, wenn du wirklich vom Horten bleibst, könnt ihr getroffen. Dann holen sie du Stell, du wie ein Puddler irgendwo, du so sagst, die gehen du so rauf, Philippus, der dann du so taufen, dann sie weich. Well, that's boring, nicht? I mean, wo ist dort Licht? Wo ist der Wunder? Wo ist der vielen Licht und alles, was du so passieren? Wo sind die Tungen? Wo ist dort und dort? Ja, du so, no. Und ich so, das ist nicht ein interessantes Zeugnis. Ja, das ist ein interessantes Zeugnis. Weißt du, warum das ein interessantes Zeugnis ist? Wegen der ist dasselbe Zeugnis, was Abraham hört, wo die Bibel von reden wird. Er sagt ein einfaches Ding. Er sagt, Abraham glaubt Gott und dort wir haben angeregt aus der Reichlichkeit. Das, was das hochbeamte Mann von Äthiopien deut. Er glaubt Gott. Bloß das einfache Ding, er lest die Schrift. Nun wird er dort verbunden mit Jesus. Und er glaubt dort. Wie rat. Die Erfahrungen sind so verschieden. Dort, woran wir können uns nicht ab Erfahrungen bühen. Wegen meiner Erfahrung und deiner Erfahrung sind verschieden. Diese Menschen, diese drei Beispiele, die führen alles gläubige Menschen. Und Gott wirkt so anders in deinem Leben. Das macht wir verstehen. Dort, woran wir holen uns, um was Gott sein Wort sagt. Und welche Wort Erfahrungen kann auch sein, was sei wie, deceitful sein. So ist, Menschen haben von allen großen Menschen, alle verschiedenen Glauben, haben alle Sorten von Erfahrungen. Es sind viele Menschen, die kennen Gott überhaupt nicht. Die haben alle Sorten für interessante Erfahrungen. Das fängt wie auch in der Bibel. So Erfahrungen sind fein, aber die Erfahrungen sind so verschieden. Erstens, und Erfahrungen können uns manchmal auch deceiving. Dort, wo wir machen sagen, was sagt Gott sein Wort und Gott sein Wort sagt, kicken wir. Gott schafft sein anders in jedem Mensch, wo wir an. Und über was er sagt, was bringt die Rettung? Das ist den Glauben an Jesus Christus. Dort verbindet uns mit Gott seine Gnade. Und er sie Rat, und du bist ihr Rat, wenn du dort ist. Wenn du danach Erfahrungen mit sie dort kriegst, schein, vertrau mir dir. Über die Erfahrung, es soll den Glauben und das, was Gott hat gesagt. So, das macht wie klar haben. Das nächste hier ist, was wir finden, der dritte Punkt. Wir sind ein im Ziel. Ein Eng, verschiedene Anfangs. Dort ein Ziel für jeder Gläubige ist die Ewigkeit mit Christus Taub. Aber wir kommen alle von verschiedenen Städten im Leben. Einmal ist es schwer, die verschiedenen Christen zu verstehen, worauf diesen selben Weg nicht Ewigkeit sind als ich. Aber wenn einer ein bisschen Zeit nimmt, um zu kicken, von wo sie kommen, Familie, Land, Kampf und so weiter, dann merkt dort alle sein. Wollen wir erst lernen, zu verstehen, von wo andere Menschen kommen, haupt uns dort mit ihrem Taub nur das selbe ein Ziel zu streben. Ich habe eine schwere Zeit gehört mit Verstehen, warum ist der Mensch so? Warum vertraut er so? Warum hat er sich so klein? Warum ist er so gesund? Warum hat er so ein Jetzt wurde er wegen einem anderen Anfang gehört, als was du hörst. Einen anderen Anfang, als was ich hörte.
En dit is so einfach, aber dit macht wie verstehen, dass ein schmalen Weg, was wir finden. Es sind schmalen Weg. En dit lädt nicht die Ewigkeit. Wir sind alle am Weg, du so haben, nicht? Wir denken hier so nicht besonders mit Jesus taub. Jesus sagt, er ist dessen Weg, nicht? Er ist der Weg, der Wahrheit in dort leben. Das ist, was Jesus sagt. Und ich fange hier so an, in mein Leben. Du fängst auch an. In mein Leben, wie ein bisschen steht. Jo. Nummer eins. Sehe ich, bin ab dessen Weg gekommen. Mit all das, was ich hier so habe, hinge ich geschlappt. Von wo ich komme, wer meine Familie ist, dort alle. Nur eins komme ich hier so ab. Ab dessen Schmorn war ich. Dann fange ich an, dort hier ist einer von hier so. Er hat auch ein interessantes Wandel gehabt, den sein Leben, was ist das? Ja? Und dann meinst du, kommt ein bisschen hier. Irgendwo, Gott hat ihn erregt. Und nun ist er auf diesen selben schmalen Weg, ist, wo ich sie. Und er hat wieder taub. Und dann meinst du, dass du somebody von hier. Das ist nicht ganz so interessant, aber er kommt auch dann meinst du hier. Dann hast du ein anderer, das ist von hier. Und bald fängt wie an, wow, das war jetzt noch schmal, nicht? Und wie haben die Menschen nicht rühm? Ich glaube, die Menschen sind alle taub, nicht? Ein schmalen Weg, wir sind alle eingeprasst, ob das ein eigenen Weg. Und ich schiebe mich um, dass das nächste Wort von all diesen verschiedenen Städten sind gekommen. Und ich kann nicht verstehen, warum das die dort so ist, die dort das, warum das die dort nicht anders. Wenn wir wollen taub schaffen, dann müssen wir lernen, es ist einfach, wie sind verschieden. Und so, ich wartet an, okay, du bist von Bolivia gekommen. Und du hast so abgewaschen, den leben wir so oder so. Man merkt mir dort sein. Weißt du, was eine von den ersten Dingen ist, was wir tun, wenn wir so Bibel utlegen, wir kicken dann in die Schrift und wir wollen eine Botschaft merken, wir wollen studieren. Wir kicken nur den Kontext, nicht? Wir kicken nur den Kontext, wir fingen uns, wer hat das geschrieben, wo ist heute, wem der geschrieben, was wir den Menschen erhängen, das Wort wird das alle, wegen du der mit einem fängt wie die Meinung, du so viel bitter übt. Ah, I get it, nicht? Und das ist, was wir machen dann mit den anderen. Wir finden den Kontext mit uns. Das, von wo kommst du? Wo wirst du? Wer wird deine Familie? Wohnt wir dein Land? Das ist, wo sprichst du jetzt die Reden? Wo wirst du abgetragen? Und mit einem dann, wo ich den Kontext hinter dein Leben sein darf, dann merkt mir dort alles an. Mit einem kann ich dort verstehen, ob er sehr viel und alles, was wir haben, hier so hinter uns geschlappt. Durch all diese Tiden. Du hast eine schwere Tiet mit. Wir wissen nicht, was der Daumen mit uns vergangen hat, nicht? Wir wissen nicht, was der Daumen mit anderen Menschen vergangen hat. Was tun wir mit das alle? Wir müssen uns lernen zu verstehen. Einige, glaube, was wichtig ist, das ist Philipper Kapitel 3. Wegen Paulus, das wir ihr schon gesagt, hey, wie auch ab und so ein Wachus, das muss ich warst. Philipper 3, Vers 10 mit 14. Ich will diesen Christus kennenlernen in der Kraft, der durch ihn vom Tod abstand. Ich will mit seinen Leiden bett am Tod bekannt worden und so mit arm im Tod glück worden. Ich möchte durchhören kommen, auch vom Tod abzustehen. Nicht, dass ich das alle habe oder durch den Fall kommen sie, aber ich da alles, was ich kann, dort zu helfen zu kriegen, wo dein Christus Jesus mir zu helfen hat. Brüder, ich sei mir nicht zu viel an, dass ich das alle zu helfen habe. Ob einerlei durch, ich verjährt, was hängen mir liegt, und reicht mir üben dort, was fern mir ist. So hier wir Paulus. Den sind Ziel wir auch dit über dem geworden, nicht? Hey, den sind Leben wir vielleicht so, als was dit dann wir, jo? Ob nicht so hier so noch, und ich sage, mein Ziel ist, hier so hinzukommen. Und er hat auch so ein Leben, was er vielleicht in der Vergangenheit mehr nicht wisst, was mit dort zu tun. Haben wir das vielleicht geschworen? Von wo er kam, wo er da nicht. Er schämt sich einfach von dem, was er vergangen hat. Da wird er an, ob mir das steht in der Schrift. Wo er da.
So dat kon am ama hindren. Das heißt Jesus nicht gekommen, ob das und war ich. Und der wurde am kein ama hindren, in den Stich sein. Aber ich sage, ich kann das nicht alle zu hören, aber ein Tag. Ein Ding. Ich wollte ich sehen, ob das ein Schmoll nicht war. Jesus hat mir gerat. Dort habe ich klar. Jesus hat mir gerat. Ich sehe sein Kind. Dit ist mein Ziel. Du komm ich an an Jesus Christus. So das einzige Ding, was ich nie noch kann tun, das ist, ich lud Tag mit alles, was hier so ist, hier warst, ich konnte nicht mehr tun. Und ich strebe mir dit Ziel los, was für mich ist. Dort ist, was ich tue. Dort muss ich losluten, dort schlägt es vielleicht, dort, was ich nicht weiß, was ich tun, dort losluten, und nie Ziele sagen, dort ein Ziel, das ist die Ewigkeit. So das ist ein Ziel für uns alle. Und wir werden verstehen, von wo wir alle kommen, wir werden verstehen, von wo wir gekommen sind. Aber zu guter Letzt, wir werden von einem Teil von den Dingen mal loslassen. Dann werden wir alle taub sein, wo kommen wir bei dem einen Ziel taub. Ich werde die verstehen lernen. Und dort wird mich halten, dass ich mit dem taub dann das einen Ziel erregen. Erste Korinther, Kapitel 9. Vers 19 bis 23. Und wann ich auch von allen Menschen frei sehe, ich habe mich doch für alle zum Deiner gemerkt, dort ich so viel aus Mählich gewähnen möchte. Für die Juden ward ich aus ein Jüd, dort ich die Juden gewähnen kann. Für die, die unter dort gesagt sind, ward ich aus einer, die unter dort gesagt ist. Wenn ich selbst doch nicht unter dort gesagt sehe, dort ich die gewähnen kann, die unter dort gesagt sind. Für die dort gesagt nicht haben, ward ich aus einer, die dort gesagt nicht haft. Wenn ich vergar doch nicht unter gesagt sehe, ich sehe unter Christus sein gesagt. Dort ich die gewähnen kann, die nicht ein gesagt haben. Für die Schwache ward ich schwach, dort ich die Schwache gewähnen kann. Ich ward einem jedem so als hei wir, um ab alle Orten wies eine zu raten. So im Karten kann ich hier so sagen, Paulus sein Ziel im Leben, dort wie Jesus, wie heute in Philippa gelesen, hei wo sein mit Jesus zu kommen. Ja. Und auch so abstuhen, so ist Jesus von dort abstuhen, der dort ein wird leben, mit am Taub. Und während er ab dessen war, wie er sagte, und mein Ziel auch im Leben, ist, dass ich so viel, aus viel Menschen aus mir sagen, auch hier so nicht zu gehen, ab dessen war ich. Und ich will alles tun, was ich kann tun, dort meine Menschen wollen nicht fangen. Und so, wegen den Menschen so verschieden werden, wird es heute verstanden. Er sagt, ich weiß, wir haben alle einen verschiedenen Anfang. Einzige Menschen haben den gesagt, und andere Menschen haben nicht. Ich denke, wir unter Juden. Einzige Menschen werden stark, die andere werden schwach. Einzige Menschen werden so, einzige Menschen werden so. Und er sagt, wenn ich auch von allen Menschen friesen, so ich mag mich auch nicht bin. Aber doch, ich darf mich einstellen, du nur, wo ich sie wegen, ich will Menschen raten. Oder bitte Ratung bringen. Wenn wir denken an taub schaffen, das mag wir dann auch sein. Wir können nicht alle tun, was immer wir wollen. Wir tun vielleicht einzige Dinge tust, was wir dann hier so wie die Quack unterschauen. Ich kann dann einzige Dinge, was ich vielleicht tust, was wir vielleicht unterschauen, dass hier so aus Quack haben. Woran wegen wir dann alle taub? Ab einer Stehe, nicht? Doch wir proben uns zu understand, was können wir tun, dass wir alle wiederkommen? Dann müssen wir uns ohne Ordnung verstehen. Er sagt, ich will nicht ohne Ordnung gesagt, aber dann kommen wir zu den Juden. Und was der? Er stellt sich ohne Ordnung gesagt. Er gleicht mir recht. Ich meine, wie so abgewaschen, nicht? Nicht der Passe fast vor, nicht dessen fast vor und so weiter. Paulus sieht dort Schein. Er weiß, dass dort lehrt alle in Jesus. Jesus wird dort eng sehen, aber nicht kämpfen mit den Juden. Er sagt, wenn ich auch nicht ohne Ordnung gesagt sehe, aber wenn ich bei den Juden sehe, ich stelle mich durch. Warum? Dort die Menschen wollen in Jesus kommen. Dann sagt er dann, jetzt in der Sonne, die kann nicht gesagt werden. Die werden durch das dort abgewaschen. Mit den Sabbat hören, mit Passe fast führen, mit diesen fast hören, mit dort down. Die werden durch das dort abgewaschen. Paulus sagt, das sind down. Das ist nicht, wo die Ratung wird. Dort weiß bloß alle in Jesus. Du so, lebe ich so steu. Nee, einig mal auf dem Denken.
Det har nicht mit Sinn zu tun. Det har nicht mit Kultur. Nicht mit Sinn. Sinn ist immer auch für alle Menschen, mir und für die. Aber unsere Kulturen sind so verschieden. Wo wir sind, so Paulus sagt, ich war so, wenn ich hier so sehe, dass ich konnte Menschen durchanwiesen. Wegen hei wohl bloß sein, du in Einigkeit mit den Taub sein. Dort ich kann Jesus fingen. Das ist wichtig für uns auch zum Andenken. Aus ich nach Mexiko komme, dort, mehr als 13 Jahre drei, je werden alle so weird. Das ich kann nicht alles nicht verstehen, was ich wie mein Lebenslauf dort so in Kanada warst. Dinge werden so anders in Mexiko. Nun sehe ich, ob 13 Jahre hier warst, ich kann verstehen. Like, nun sehe ich auch so, so ist Jesus und die jungen Menschen wollen mir sagen, Henry, you're weird. Aber das ist alle Frauen, nicht? Die würden dann in Kanada fahren, die würden selbst vorhanden fahren und die würden wundern, woran sind diese Stadt, nicht? Vor wie in Afrika. Wie weit die sind so ganz anders, du so. Dann sind die auch weird. Aber wenn wir als Mulieren das verstehen, wir haben einen anderen Anfang, über das ein Ziel, das Jesus Christus, dann können wir uns irgendwo verstehen, und dann irgendwo kommen wir dann wieder, nicht? Mit dort. Aber das braucht eine Anstrengung zu dem, was wir dann wollen, noch lernen zu tun. Aber wir wollen noch das letzte lesen, das hier ist Nummer 5, das vierte Part. Wir sind ein eine Arbeit. Eine Arbeit, verschiedene Arbeiter. Wir sind alle Part und eine Hauptmission, nämlich das Evangelium über die ganze Welt zu verspreiden. Wir haben verschiedene Rollen in dieser Arbeit. Dit Part von unserer Vision hat du mehr zu tun, dass wir lernen zu verstehen, dass Gott uns verschiedene Gaben und Fähigkeiten gegeben hat. Ich kann Dinge tun, was du nicht kannst. Du kannst Dinge tun, was ich nicht kann. Wenn wir lernen, unsere Verschiedenheiten taub zu brücken, dann können wir viel mehr beschäftigen in der Hauptarbeit, die Welt erregen für Christus. Du hast eine Hauptarbeit. Die eine Arbeit, die für alle Christen dasselbe ist, das ist Menschen durch Jesus leiden. Dort Menschen auf den schmalen Weg in der Ewigkeit kommen. Dann. Jeder Christ hat dort ein in dasselbe Arbeit. Aber wahr, wir sind so verschieden, sind, was wir tun können. Ich habe Dinge, die ich tun kann, und du kannst die Dinge gleich. Du kannst Dinge tun, und ich kann die gleich. Das war der Charakter dasselbe Thema aus ich sehe eine Hand und du bist ein Fout. Und das fehlt an beides. Und doch wir lernen uns untereinander verstehen, wo bist du, Gott, an? Was sind deine Fähigkeiten? Was sind deine Gaben? Was kostet dich down? Und dann, wo wir dort lernen, dann taub zu down, da können wir bad mal bescheiden. Und wo wir dann lernen, alle taub hier, so wer wir hier band sind, taub zu down, du kostet, ja, kundet, ja, kundet, ja, kundet, und ich kundet, ich habe alle Dinge bitte down. Lernen, zu unterscheiden, wo wir sind. Und das ist auch, da haben wir ein Ding, wo ich plan noch für die Zukunft. In den nächsten ein oder zwei Jahren, ich weiß nicht, wann er das Wort vor ich sein, aber kriege eine Klasse, was so für uns sein, was hauptsächlich mit der Tadon haft, Gaben und Fähigkeiten von uns als Menschen zu unterscheiden, wer wir sind. Doch wir können dann in so eine Klasse, so eine Gruppe dann zurückkommen und dann sagen, wo die Menschen sind, und dann vielleicht du dir eine Rechnung geben. Lass nach ihm kommen. Aber das ist das Ziel. Der Zweck für eine Vision ist nicht wegen einer Haft alles. Nur der Zweck für eine Vision ist wegen einer Sitte fehlt wird. Nicht? Und so für die nächsten Jahre werden wir sein, gewisse Dinge zu tun. Und so das braucht dann auch eine Arbeit. Wir werden uns untereinander besser verstehen lernen. Wir werden unsere Gaben und Fähigkeiten besser lernen. Aber ein Ding würde ich auch sagen, das Wichtigste, so ist Paulus auch in 1. Korinther von reden lässt. Er schrift von Gaben und Fähigkeiten, alles, was die Menschen kennen, tun. Aber dann sage ich über ein Ding, was noch wichtig ist, dass das alle nicht mehr auf ihm denken. Und das ist die Leib. Das, wir sind, wie die Kost vielleicht die ganz begrüßte Mensch sind von dieser Band. Aber wenn die Einstellung nicht ein ist von Leib in der Sparte und abrechtig sein, das ist wie auch unsere Wirten noch haben. Ist dann kein Rückweg da. Wenn ich denke an
Eerst over het bijspel Jezus van de gezanggroep. Die zijn hier zo ver en die ons schijn ook aanleiden om gezang en begoefd. En dat hier zich schijn, dat jet schijn. Maar weet je wat? Wanneer ik denk aan de leraar dan doen ze, wanneer ik dan denk, nu goed dat ze ze dat leren, en ik vraag me voor dat, maar wanneer ze in de instelling niet reich weer, ik wil hem niet geboven loon zijn. Irgendwie kan gleich. Dus wanneer we een godloos het leven willen vieren, en dan nog een onleiding geven, te go de laatste tot hindert, mij als dat woord. Ik weet lang geleden hoor ik me hier van een predje in Alberta. En ik geloof ik heb je dat maar verteld. En het hoort dan ook met je zang te doen. Dat we dan. Dus de personen die je zang onleiden, hebben we begoefd. Hij kan fan zingen, hij kan fan gitaar spelen, hij kan fan mensen onleiden. Dus met al zijn dingen. En nu behalve ons godloos. Drinken, drugs en. Wir haben es nicht in Christen, bekannt auch euch ein zu sein. Aber ich kann gut spielen. Und der Prediger hat dann gesagt, na, das ist ja bloß singen. Ich kann jedoch doch so fern. Das wird, no. Das schafft gleich das dort. Das schafft gleich das dort. Wir werden unsere Gaben und Fähigkeiten lernen. Wir werden sagen, was wir können tun. Wir werden uns unterhalten und diese Dinge aus Quark lernen, wo es aber geht. Upa zond kever gweich han, dat schof gweich. Dan do we vielleicht een doel erreken, bieter dat wat Jezus wel. Dan zit alles vielleicht saa schmak, bieter dat leven wat Jezus wel han. En that's it. En dit mat wie kloor han, ook en ons ben. Eerste Petrus. Für was haben wir unsere Gaben? Das hat mir die Schrift in der Reden von der, aber ich würde ein paar Dergleichen hier so übertragen. 1. Petrus, Kapitel 4. Vers 10 auf. Ein jeder soll seine Gaben, der Herr gekriegt hat, brücken den Nächsten zum Gaben zu dienen. Aus ein Verwalter, der mit Gott seine Gnaden Gaben treu amgeht. Wann wer redet, soll er so reden, als wann er Gott seine Wied redet. Wer du deint, soll dort an der Kraft tun, wo man Gott am versorgt. So dort Gott an allem, der Jesus Christus geluft wird, dem alle Macht in Herrlichkeit und Ewigkeit gehiert. Dort Zweig für die Dinge, wo ich kriege, ist die Gaben einfach. Die Fähigkeiten, wo ich habe, sagt, dort Zweig und ihre Quark, dort erst, dort der Nächste wird abgebüht. Das ist die andere gläubige Menschen, dort wir wissen können. Du sollst halten deine Gaben, dort auch kann abgebüht worden. En zo ook omgedreht. Dat is tot ziel, hing wat we doen. Ook Efeze kapitel 4. Vers 11 en 12. En hij heeft gered van gehoeven wat God dan te de menschen, te de kwijt dan ook geven deed. Maar hier zegt hij, hij die erop kwam, als die, nou 11 en 12, Seine Gaben wären diese. Dort hat ein Jahr aus Apostel, ein Jahr aus Propheten, ein Jahr aus Evangelisten, ein Jahr aus Hort und ein Jahr aus Lehrer anstellen. Das deutet er am O Gott seine Kinder zum Christendienst reit zu machen, wo der Christus sein Körper, dort ist die Gemeinde, gebüht wird. So hier redet von einzigen Gaben. So hier redet von Menschen, oder Lehrer, nicht in der Gemeinde Apostel und Propheten, Evangelisten, Hort, Lehrer. Wir können sagen, wir haben so Menschen, die auch abpassen tun, vielleicht haben wir so auch in der Gemeinde, in ihre Dinge, die dann kommen tun, lernen, was sie gelehrt worden. Aber der Hauptpunkt hier ist auch, für was wird es gejäft? Dort der Kirche wird abgebüht worden, und reingemerkt worden zum Dienst. Dort die Menschen würden wiederkommen, und die erjährliche Leben, dort die können dann wiedergehen, und dort dann, wo Gott ernt beraten wird. Dort ist das Ziel hier so. Warum Gott das jäft? Das ist nicht für die, das ist für den Nächsten. Gott jäft uns Dinge für andere Menschen. Nicht? Gott jäft mir Wort für jüd. Und Gott jäft die Wort für mich. Dann haben wir deswegen alle Wort, nicht? Wenn ich dort war, ich eben da, wo ich habe, die Wort, dort war ich eben das, was du hast, dann haben wir deswegen alle Wort. Und da war arm, sag ich. Aber das ist ein Guven.
der Jeff gerade einfach, doch wir können haben, dass der Quark so wo sind. Und du tust ja wie Ola, nicht bloß ich hier so, wenn ich nicht eine Botschaft bringe, ich habe eine Position, ich habe ein Ding, wo Gott gegeben hat. Aber das ist ein Ding. Wir haben alle andere. Wir machen dann alle taub. Dann noch Römer Kapitel 12. Wir können auch reden in 1. Korinther, das ist ein langer Aufschnitt auch von dort. Und bei Römer 12, Vers 3 bis 8. Der Steg nur, der mir jeft, es sei ergünt an jeder einem. Denkt von jünd nicht mehr aus die weltlich sind, und beschadet jünd nur auf, aus Gott jünd Glauben geschenkt habt. So ist wie an einen Körper viel Glieder haben, und die Glieder aber nicht alle dasselbe zu tun haben. So sind wie viele, ein Körper an Christus, und auch untereinander sind wie Glieder an ein Körper. Und weil es an sich gut sich nur unterscheiden, aus uns genug geschenkt ist, weil wir durch ein jeder nur brücken. Wann dort predigen ist, dann du nur aus uns durch den Glauben geschenkt ist. Wann dein, dann du nur dein. Wann lehren, dann du nur lehren. Wann ermunen, dann du nur ermunen. Wann geben, dann reglich. Wann andere verstehen, dann flieht dich. Wer du eift, mitleiden zu sein, soll dort mit Frieden. Wie tun das in den nächsten Haufen? Und so ist Gott uns die Guten gejift haben, die Dinge, die wir können tun, unsere Fähigkeiten, du nur selber wieder tun, im Glauben, mit Freude, so ist wie dort kriegen. Und hier sind Dinge, die wir alle kennen, das ist doch viel mehr. Mitleiden sein, unter Verstehen, ermunen, dein, lehren, predigen. So viel als hier so bern über das Hauptpunkt hier, so dass es, das Ziel ist, dass wir werden alle taub, dass der Körper soll abgebildet werden, dass die Christen. Wir machen wissen. Wir machen wiederkommen. Nicht überleben, wo wir sind. Und so, wenn wir an das alle denken, dann, so ist, nicht habe ich diese Botschaft gebracht, aber die Botschaft ändert noch nicht. in einer Vision, durchschrieben, das ändert auch noch nicht. Aber das ist nicht der Punkt von der Ola. Weißt du, was der Punkt ist von der Ola? Dort hilft uns zu erinnern an diese Dinge. Da wir wissen, was vielleicht fehlt zu ändern. Jeder einer. Dort hilft uns daran zu denken, was Gott sein Zweck ist für uns. Und du darfst kein wie ändern. Ich kann nicht ändern durch die Botschaft. Das schafft gleich. Gott kann das tun. Wollen wir was lesen? Bloß dort lesen, da wird es nicht tun. Das ist wie auch ein Römerbrief hier liest. Das, wo Paulus fragt, na, haben die Israeliten dort nicht gewusst? Und Paulus sagt, ja, die haben dort alle gewusst, aber die haben nicht an geglaubt. So bloß das Weiten, das ist über ein Staub. Wollen wir uns quark weiten dort, wir werden uns untereinander lernen zu verstehen. Wir werden weiten dort, wir sind ein Gebiet. Wir sind über verschiedene Blöcke. Wenn wir weiten, okay, du hast ein Glauben, wir sind so bern, über unsere Erfahrungen sind verschieden. Wenn wir dort können verstehen, dort hilft uns. Dort zu verstehen. Wenn wir weiten, dort du hast ein Ziel. Wenn ich weit, wir sagen dir einmal, das Ziel ist die Ewigkeit, den Himmel mit Jesus Christus. Wenn ich dort weit, dort wieder über alle auf verschiedene Städten angefangen habe, dort wird mich dann halten, wenn ich dort weiten darf. Tim wieder mit die Taub, das kann tun. Und wenn ich weiß, dass du eine Arbeit, aber wir sind so verschieden an die Dinge, was wir können tun. Wenn ich das weiß, dann weiß ich, ich komme hier an der Karte, aber wer ist das, das Ding kann bitte tun? Dann kicke ich mit einem Studium, die kann das tun. Wenn wir dort weiß und dann lernen, wo können wir diese Taub vielleicht, und wie ist das Ziel? Aber wenn ich all diese Dinge nicht sein kann, dann kann ich das nicht tun. So, das soll uns erinnern an alles. So, ich würde fragen, ob wir würden abstehen. Wenn wir diese Dinge auch zum Horten nehmen, dürfen wir uns untereinander verstehen, dann, wie sind auch anders. Die andere Brücken, die ich so sein als ich,
leva de zelen anders zijn als ik, anders wordt het niemals wat schijn het eten geven. Wordt het niemals zes wat goud het geven. Dan deed we alle bloes de paar dingen wat ik wist. Want we is alle zo verschillend kende dingen te doen. Dan kon het wat schijn het geven. Dan wordt de tempel werkelijk schmak. We hebben het ook bij een himmelisch voerder. Wie danken die dort, wie kan zo klar zijn in die woord dort, wie zijn zo verschieden. En die hast om het vliet zo je doen. Wie zijn alle verschiedene blaken in een gebied, wo die ben woon des, wo die des ans halten te wossen. Herr, die merkst ein schmacket gebied, ein schmacket jesliches gebied. Wie danken die voor dort. En ik bid dat die mocht ans halten. Besonders hieze ook, wie ans, doch wie kan dit allemaal klar en klar zijn. Wo verschieden wir sein. Halb uns in den Ordnung, dass wir kennen, die guten Dinge, die wir haben. Und Herr, dass wir wollen, kennen, du der später zu schaffen. Halb uns, dass wir kennen, den Nächsten verstehen, von wo der kommt. Und dass wir kennen, dann taub wiedergehen, das ist unser Ziel. Und halb uns, Herr, dass wir kennen, die Arbeit, die du uns hast anvertraut, hier so beirrt. Weil ich Gott down, so ist dir das gefallen hat. Wir werden Jesu nun. Amen. Hast den Sohn gesandt, Vater, mach uns eins. Sieh, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Denn dort hast du den Segen verheißen, leben in Ewigkeit. Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins. Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Denn dort hast du den Segen verheißen, Leben in Ewigkeit. Wir haben den Chor in Heim Ola Terp singen. Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins. Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins. Himmlischer Vater, wie kommt Ferdi in Wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort klar zu uns redet. Wir freuen uns, dass wir in den Leuten gesungen haben, dass du uns verschwindet mehr, dass die Welt dadurch kann sein, dass wir deine Kinder sind. Wir freuen uns, dass wir dein Sehen durch das Dach und durch diese Werk in Jesus' Namen. Amen.